Auf geht's in die Frozen Utopia. Dun 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 dun. Dun dun. Eiswisse von Pendrana. Okay, hier erwarten uns 3 Tanks, 2 Bomben und genug Missiles. Ja. Können wir gleich hier anfangen. Ja. Viele der Items kann man jetzt mit dem Plasma eben holen, weil richtig. Wir müssen viel Eis schmelzen. Ja. Und jetzt ficken wir endlich die scheiß Eisgiga. Achso, haben wir glaube ich schon. Als wir das Artefakt geholt haben. Hi! Oh, hey there. You were threatening as fuck. Bye. Vom, vom Miniboss degradiert auf Common Enemy. Damit, wo war das denn? Still stronger than Batman. Ja gut, die sowieso. Meine, was will ein Batarang machen? Die Batarang stecken bei denen im Eis fest. Batman scheitert an diesen komischen Eistapfen-Dinger. Naja. Warte mir kurz, in der Halle der Ältesten ist soweit, ich weiß keiner. Nee. Das ist nur eine Art. Akt. Na gut, in der Hydra ist. Naja, in der Hydra habe ich noch was zusammen. Und da, wo die wir den Ding hin haben, am Rande von Fendrana haben. Ja, das will mich nerven. Das ist egal, du hast ein catchy Vieh. Ah ja, da, schaut euch mal, das sind diese Krieger mit dem X-Ray. Pisser. Stronger than Batman. Ja, Batman kommt da nicht durch. Ja, das Problem ist bei Batman halt, er hat kein X-Ray Visor. Weiser und mit den Batarangs kann er die Dinger nicht treffen. Batarangs! Die haben dann Batarangs? Versuch mal mit Batarangs Tarnsegler zu. Alter, wie einfach das Argument für Batman, einfach die Batarangs. Ja, egal. Spätestens an dem Eisgigant kommen wir nicht vorbei. Ja, Mann. Und das Ding ist huge. Und hat 6 Augen. Und das. Meine Batman muss mehr hyperventilieren als der Eisgigant. Mhm. So, hier ist das nächste. Oh Gott, das tut mir so leid, Batman. Meine, um fett zu sein, Spider-Man hätte es ja nicht unbedingt einfacher. Ja, toll. Aber halt seine Superhuman Strength würde halt zumindest helfen, Eis zu verschlagen, nehme ich mal an. Ja. Und seine Spinnfäden kann er ja zu Projektieren einsetzen und dann kann er Missiles simulieren, aber Batarangs. Ich meine, vielleicht ist auch ein Stück auf dem Kopf, sonst war's noch. Naja. Ah fuck, da ist ja noch ein Item, hab ich ja voll vergessen. Ja, muss ich nochmal hin. I'm back. Ich hab hier ein Item vergessen. Was für ein Item? Da oben. Ah Gott. Da oben ist ja auch ein Turm. Ja, ja, mit Kordit und bla bla bla. Genau. Nimm das. Weißt du, du willst das Super Missile? Fuck yeah. Machst du auch. Spider-Ball, scheiße. Na gut, Spider-Man hätte weniger das Problem, der könnte einfach. Over the ceiling. Ich meine, er wäre halt schneller als die meisten Viecher, aber. Das Ding ist halt nur, die Piraten würden eh alle ficken, weil. Gut, ja, Spider-Man kann ja dodgen, Batman nicht. Batman stört sich zum Dowsing-Piraten. Selbst wenn Batman es schafft, zum Research Lab Hydra zu kommen, der erste Schattenpirat killt ihn. Stimmt, weil er hat kein Spidey-Sinn. Ja, gut, er hat ja einen Thermalsicht. Sogar. Ja, aber er killt ihn. Batman mit seiner eigenen Waffe. Ist klar. Aha, ey, oh. Was? Voll fies für Bad. Ja, er kommt einfach runter, Klinge durch den Kevlar-Panzer unten. Alter, was vergleichen? Das ist, als würdest du vergleichen, dass eine Ratte gegen einen Menschen mal drin ist. Ja, ey. Das ist hilarious. Definitiv. Better. Das ist so wie ein Vergleich irgendwie. Mensch und Made oder Drachen und Wölf. Richtig. Und dann Menschen, die auf Drachen reiten und mit Wölfen nach Maden werfen. Ja.
Wen hat Marvel noch Non-Superhero und Non-Super-Strength? Oh, wen haben die noch? Den du mit Batman vergleichen könntest. Ich kenn's auch nicht alle Superhelden von Marvel. Wir gehen davon aus, nicht die Kleinen. Wir gehen davon aus, dass Batman gegen Hawkeye gewinnt. Ich habe irgendwo einen Missile-Container vergessen. Kommst du drauf? Ah Gott, dieser Scheiß, ey, ich muss nochmal zurück, ich habe einen vergessen. Ja, da wo der riesige Eisgigant ist, da müsste noch irgendwann damit der Spider-Ball-Dings sein. Riesiger Eisgigant? Ja, halt, der normale Eisgigant. Hier ist der Powerbombe. Muss ich noch kurz zurück? Es gibt zwei Powerbomben hier. Katana. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt eine schon eingesammelt habe. In Katana? Ja. Ne, drück C und dann weißt du's. Ja, aber vielleicht bin ich ja nicht Max. Hm, das stimmt. Dann hat's den Panzer ein bisschen weiter gemacht. Ja. So, hier ist noch eine. Ich muss gerne gucken, wo das war. Das war irgend so eine Eisschicht, die man aufschießen konnte. Ja, von oben nach unten. Nein, nicht von oben nach unten. Das nicht? Ah, hast du die schon geholt? Mhm. Ah, okay. Irgendwo hier. Bin jetzt erst wieder am Screen. Nee, die andere Powerbomb findest du doch in so einem abgelegenen Ort. Ja, ich spreche nicht von. Da! Ah, von der Missile. Ja, das die. Ah, ja, eben. Das habe ich vergessen. Was? Batman? Ja, ich stell mir grad vor, wie der Eisgigant einfach Batman zercrushed hat. Einfach so zertrampelt. Ja gut, der Mann fällt aus einem für DC, Superman, und Superman ist an sich der Stärkste. Ja, toll. Der Einzige, der offiziell Superman standhalten kann, ist Hulk. Echt? Ja. Hulk gilt als stärkste fiktionale Figur. Hulk ist unbesiegbar. Gegen Hulk kommt nichts an, das ist so. Der Hulk ist unbesiegbar? Okay. Ja, der Hulk ist... Du kannst Hulk nicht töten. Außer durch einen Hulk. Das okay, ist so. Krass. Das ist so. Wie, so jetzt niemand kann ihn killen? Das schockt mich gerade voll. Ja, hat mich auch. Hulk ist unbesiegbar. Also vermutlich ist er schon irgendwo im Comic oder so mal am Arsch gewesen, aber offiziell kann man Hulk... Also... Ja gut, Bruce Banner kannst du halt killen, ne? Ja klar, aber meine mittlerweile kann es halt Bruce kontrollieren, wie er will, weißt du? Mhm. Und so haben wir so gesehen, ist er an sich unbesiegbar. Weil Superman ist ja auch unbesiegbar, aber keine Ahnung, Hulk hat endless Stamina und ist, keine Ahnung, ist aber unzerstörbar. Mhm. Ich muss gleich einen Tank holen. Mhm. An sich muss ja durch die Forschungsstation Hydra, was mich übelst ankotzt. Ja, weil alles dark ist und so. Ja, und die ganzen Pirates und... Und ich sehe gerade, was voll cool ist, oder voll weird. Es sind ja zwei Forschungsstationen dort. Mhm. Der eine heißt Aether. Ja, genau. Der Vordere, glaube ich, heißt Aether. Das ist voll krass. Gut, Aether ist ja ein allgemeines Wort. Ja, schon. Und dass sie halt hinterher so in ihrem zweiten Teil den Planeten nennen, ist auch cool irgendwie. Mhm. So. Unsere Pirates. Aber ich finde den extra cool. Okay, verstanden. Wenn du den X-Ray einsetzt, bevor dir Batman siehst, siehst du unter seinem Umhang tausende Batman. Okay, aber stopp noch, hör auf, ja. Echt arme Batarangs, ey. Meine, die sind ja eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ja, aber die müssen doch voll komisch fliegen, weil die sind ja nicht mal irgendwie symmetrisch. Ich meine, sind sie schon, aber nicht zu allen Seiten. So dark hier.
Sie einfach immer noch nicht gestellt haben. Ja. Ein Energy Tank so. Nein, in einem anderen. Ja, irgendwo halt. Oder? Ja, es ist im anderen. Ein Energy Tank und ein Kordit, wo ich Power Ding bekomme und dann noch, wo ich mit dem Morphball irgendwo durch. Ja, da oben halt. Also da oben entlang. Genau, genau. War das hier? Nee, da ist auch immer in einem anderen Raum. Ja. Fürs hier das mit dem Kordit. Ja. Kordit. Da. So. Spricht gleich der Metroid aus? Leider nicht. Nicht? Nein, nein, die brechen nicht aus. Aber du kannst sie halt. Ja, freischießen halt. Genau. Way faster attack. Naja, schon zu spät. Oh. Wie sieht der Wavepass im Dunkeln aus und jeder da das Gebiet schön erhellen? Mach mal. Toll, einfach kein Licht. GameCube Power. Ich nutze halt Power 04, 05. Blitz. Ja. Oh, der TM 70 später. Boah, das weißt du, das wirst du nicht. Du bist ein neuer Otaku. Ja, klar. Alter, wie es einfach so ein Hexagon Dark ist. Okay. So, hier ist ja nix. Ja, und hier ist wenigstens wieder hell. Ja, jetzt wird dark. Voll verarscht, wie ich einfach durchgehe und die so, oh fuck, da ist die Jägerin, tötet sie. So, nehmt sie ist rein. Tötet sie, die ist rein. Ruf die Wave Beam Piraten. Die sind die Enemien, Sir. Fuck. Scheiße, wir können die Tür nicht öffnen. Vielleicht haben sie so eine Keycard, willst du da laufen, öffnen sie die Tür automatisch. Wie der einfach durchläuft. Das ist fucking indestructible. So, hier sind die ganzen Items. Weg da. Ja, hast du auf die Tür geschossen? Nee, aber der Ding hat da aufgeschossen, das Geschütz, und dann kommt er. Oh fuck, ich hab null Health! Nein! Ah ne, warte. More than enough. Oh! Balossack. Weißt du, kommt her, ich mach euch alle mit dem Flammenwerfer fertig. Kommt her. Oh, der müsste das Gebiet theoretisch erhellen. Echt? Ja, theoretisch ist es Feuer. Of course not, aber... Ja, ein bisschen, tatsächlich. Strongest weapon in the game. The one is charged up. Ja gut, so schlecht ist die nicht. Ja, aber... Sie ist stark, einfach nur die Reichweite ist halt, weil... Keine Ahnung, der Wave Beam ist ein... der Wave Pass ist einfach superior, weil er zielsuchend ist. Und Shocked Stunt. Ja eben, das ist... meine, sonst vom Schaden her macht der Flammenwerfer am meisten. Ich meine, es ist auch in der Dings beschrieben, in Samus Notizen, dass er am besten gegen eine Gruppe von Gegnern eingesetzt wird. Genau. Aber die dann eh instant sterben, da bist du better off, wenn du A-spamst mit dem normalen Plasma Beam. Ja, das stimmt. Er ist an sich schon ein bisschen useless, das ist so. Ja gut, aber das sind sie auch in Dings, in Prime 2 leider. Ja, das ist so. Wo ist da die also Tür? Zumindest der Darkness Sunburst. Ah, da. Meine, ja, der Sonic Boom ist eigentlich ziemlich geil. Der macht halt wirklich halt, gut Damage. Ist halt ein Icebreaker. Ja. Aber der macht richtig gut Damage. Ja. So, was fehlt denn hier? Ne? Hier ist an sich nicht. Kann ich runterspringen? Und jetzt kommen gleich die Abkürzung nehmen zu links. Hast du den Energy Tank genommen? Welchen? Hier. Hier müsste es einen Energy Tank geben. Oh, damit habe ich den echt vergessen. In einem Glascontainer. Ja, habe ich vergessen, danke. Ich habe ihn sogar noch angesehen und mir im Kopf gesagt, den holst du nach dem Missile Container. Ja, voll.
Weil dann kannst du gleich ja hier weitergehen. Ja, ja, hatte ich auch vor. Ich muss dann nur noch einen Stopp machen bei Tardus. Tardus gegen Batman. Alter. Weißt du, das Dumme ist, womit halt Batman Mühe hat, ist sein Fasern. Oh ja, echt? Da kommt er, ich tell Batman schon so, dass er so ein Monster wie Tardus raped, aber nicht wenn's auf Fason-Basis ist. Klar, er wird Blockern Giant Rock Monster crushen. Mit Batarangs. Jetzt bestimme ich das erste Mal, dass er gegen sowas kämpfen muss. Alter, der hat schon Probleme gegen einen Psychopathen, der sich als Clown spielt. Ey, Joke ist auch ein sick Bastard. Ja, okay, aber Tardus macht. Ja gut, das ist auch ein bisschen unfair, Monster mit Menschen zu vergleichen. Ja, stimmt. Ja. Weißt du, wieso war der Energy Tank in so einem Glascontainer? Haben die den studiert? Ich hab keine Ahnung. Gut, an sich ist Videogame Logic, aber... Vielleicht haben sie irgendwie, ja, ich weiß es nicht. Vielleicht war es mal ein Metroid. Und sie haben irgendwie von den komischen Phaser-Cocktail dazu gegeben und dann wurden sie mir Damage-Strips. Oh mein Gott, die Music changed. Oh Gott. Wieso? Ich finde die Musik voll geil. Ja, aber ich hasse diesen Ort. Das ich auch. Okay, was haben wir denn hier? Hier ist, soweit ich weiß, nicht. Jetzt ganz nach unten. Dabei Tardus, dafür, da ist ja noch ja, ein Energy Tank. Muss ich halt später hin. Hier findest du eine Powerbomb. Ich weiß aber nicht, in dem Ort. Aber irgendwo oben findest du, glaub ich, allerdings. Mhm. Und sonst findest du, glaub ich, noch drei Missiles. Ja, ja. Ah, ja, da wo du Gravity Gravity Suit findest, da ist ein Zorn oder was. Mit Grapple Beam. So, hier war. Ach. Warte, wo lang gehe ich jetzt? Da lang geht's zum Gravity See oder Gravitationssee heißt ja, dann geh doch da zuerst hin. Ja, mach ich. Ja, du musst bedenken, wir sind mit Delay. Ja, gut Delay. Ich hatte immer das Gefühl, hier ist ein Item versteckt, aber ich verwechsel es mit der Echoes. Ne. Ja, ja, ich glaube, ich weiß sogar. In Torvus meinst du? Ne, in Agun. Okay. Jetzt muss man das hier, glaube ich, wegschießen, genau, und dann ist da so ein. Grapple Beam. Spider-Man. Batarang? Batarang. Useless shit. Ask. Yeah. Let's give me a dump now. Oh, komm ich überhaupt hin? Nein! Drück halt B nach dem Space Jump. Ja, das ist right. Kalt. Fuck, komm ich hier echt nicht hoch? Mist, ich komm echt nicht hoch. Na. Ja gut, muss ich halt da außen gehen. Nee, hätte ich den Gravity Lake doch später machen sollen. Oh well. So. Glück haben wir schon die Artefakte. Aber die Musik ist cool. Ja, die Musik ist richtig cool. Macht voll Spaß, so wenn so langsam die Dämmerung anfängt, den Film zu hören, wenn du unterwegs bist im Schnee liegt. Ja, das ist das Einzige, was ich mich beim Winter freue. Ja. Du kannst die Pimp-Songs hören und du fühlst dich awesome dabei. Andere hören Weihnachtslieder, ich höre Pendron. Richtig. Alter, wenn ich irgendjemanden erwische, wie er Last Christmas singt, Alter, ich reiß ihm einmal drauf. Ich hasse das. Warte, du hast gesagt, hier ist noch irgendwie eine Powerbomb.
Ah ja, ganz ja. oben, ja. Ganz oben. True. True, ja. Sonst ist hier nichts mehr. An sich habe ich alles, oder? Bis auf. Nee, also es fehlt in der Gravitationskammer fehlt eine Missile. Was ist denn die Gravitationskammer? Ja, guck doch auf deine Map, Mann. Sag mir doch einfach, was die Gravitationskammer ist. Alter, I don't know, hier steht Gravity Chamber. You need to grapple beam in the plasma beam for this one. Ah ja, das, der ist ja oben. Ja, und dann gibt's doch hier Quarantäne. Ja, das ist Taudus. Oh, ah ja, stimmt, das ist bei Taudus, ja. Das war's, oder? Oh, und dann halt noch die Powerbomb. Ja, und dann noch ein Energy Tank. Den Energy Tank kriegst du, das ist auch der Gang nach Taudus, der hierher führt. Ah ja, ja, ja. Das heißt, du holst dir jetzt noch die Dings, die Missile in der Gravitationskammer. Gravity Chamber oder whatever und hörst vielleicht auf abzustürzen. Das ist schon cool, schon okay. Ja, ich schau mir kurz die Karte an, dann wird schon mein Gedächtnis sagen, ja, da hattest du es, da hattest du es nicht. Ah ja, jetzt weiß ich, wo mir ein Missile-Ding fällt, unten im Wasser bei den abgestürzten Eisding, genau. So, jetzt. Ah, genau, den habe ich nicht gesehen. Hier. Ja. Wie alles so schön positioniert gesehen. Ja, echt. Echt jetzt mal. Scheiß Artefakt. Das ist Artefakt. Ah ja, fuck, Idiot. Oh, die sind ja. So sweet, die Dinger. Ja! Sie machen so süße Geräusche. Wie schön sie stehen bleiben. Einfach so in Mitte, ja. Oh, fall jetzt nicht runter, Alter. Nee, nee. Okay. So, Powerbomb. Boah, ja. So, okay. Wie viele Container, Missile-Container waren es in Pendrana? Insgesamt? Ja. 9. Und in Magmo? 3. Also hatte ich am Ende von Magma 115. Nee. Ah doch, doch. Und das heißt am Ende von Pendrana muss ich wie viel haben? Alter, du bist der Kopfrechner. Ja, ich hab vergessen, wie viel in Pendrana sind. 9 hast du gesagt. Ja, 45, also es müsste es dann 150 sein. Wie viel hast du? Eben 150. Eben, also 2 fehlen dir noch. 2? Ja. Ah ja, ja. Ja, in der Gravity Chamber und dann war Taudus. Taudus, genau. Taudus. Okay, einfaches. Würde Batman gegen Flagger gewinnen? Ja. Aha, nein. Du musst doch das Duel. Du sagst verlieren. Alter, Batman. Ja. Komm, wenn er seine Batarangs gegen diese komischen Dinger schmeißt, die. Die trauen doch ab, Mann. Der Drang. Aber vielleicht. Das ist toll, Flagras Tentakel gegen ihn. Batarang! Flagras Tentakel würde ihn killen. Ah, das schaffe ich nicht. Ja, ja. Nein, ja, der Tentakel würde ihn rape. Er würde in die Pfütze springen und sterben. Ja, das vielleicht nicht. Okay, okay, was ganz, ganz einfaches. Ja, wirklich das Einfachste, was in Prime geht. Batman. Glaubkäfer. Nein, das meine ich nicht. Also schon Boss. Batman gegen Mutterparasit. Batman verliert. Natürlich verliert er. Er kann die Batarangs wahrscheinlich noch nie mal so weit werfen. Und vor allem trifft er dann nicht in die Mitte. Schmeißt gegen den Schild und checkt nicht, was passiert. Warte, wo war das Ding? Alter. Okay. Ja gut, gegen Grabkäfer hätte er vielleicht schon geschafft, aber... Ja, aber wenn's der Alpha-Grabkäfer ist, dann nicht. Stimmt. Weil Batman kann ich zweimal zur Seite springen. Kannst und du auch nicht, wenn du das erste Mal bekämpfst. Ja, aber sein Batarang penetriert nicht den Hinterleib. Der Arm. Batarang. Aber er hat einen Grappling Hook. Ich seh schon die ganzen Hater-Kommentare. Ach Quatsch, die lachen darüber. Grappling Hook? Meine, stell dir vor, Batman kommt hierher und möchte Missile holen. Das Viech ist nicht empfänglich für Grapple Hook. Das verlangt ein Grapple Beam. Okay. Pass auf. Stell dir vor,
Batman würde es irgendwie schaffen, gegen den ersten Sub-Boss zu kämpfen. Der mit dem Besten drin. Ah, der Flammenwerfer-Ding. Nein, nicht der Flammenwerfer, der davor, der von dem du die Missiles bekommst. Ah, der Hive, ja. Ja, der Hive. Stell dir vor, er kämpft gegen den Hive. Keine Ahnung, wie er die Batarangs dazu benutzt, um das Ding irgendwie zu damagen. Weil, who knows. Nimm mal an, er schafft es. Und stell dir auch vor, er besiegt den Alpha-Dings, ja. Alpha. Den gepanzerten Grabkäfer, ja. Mhm. Wenn er dann den Morph Ball holt, er ist einfach nicht kompatibel. Ja, stimmt. Ja. Er holt ihn und dann so, ja, nothing happens. Das ist kein Batarang. Er würde eh nur so Batarang-Upgrades bekommen. Alter, was war das denn? Ich weiß es nicht, frag mich nicht. Batarang. Super Batarang. Plasma Batarang. Wave Batarang. Batarang Combo schmeißt jetzt 10 Batarangs auf einmal. Weißt du, anstatt. Für massive damage. Anstatt 5 Missiles für eine Super Missile zu kommen, dann schmeißt er einfach 5 auf einmal. Und nennt das dann Charge Combo. Charge Batarang. Oh Gott. Also, falls Anna den Part sehen würde, würde sie vielleicht nur einen Kopf schütteln. Ja, sie will uns hassen. Eiern. Nee, hassen wir sie. Die mag uns voll. Ja, aber sie mag Batman. Ja. Ich glaube, zwei Real-Life-Guys sind hier. Die packt die nicht in der Trinkung. Ja. Ja, aber er ist Batman. Ja, aber er ist Fiction. Und er hat Batarangs. Er hat Batarangs. Und packt Quiller ist der Waffe ever. Nicht so gut, um den Borsenplasma zu bieten. Ich weiß. Der Batman hat jetzt Batarangs geschmissen. Okay, ich muss damit aufhören. Jeez. So, jetzt noch kurz zu Tordus. Ja. Toll, geht's da unten nicht nach Magmor? Hier, ja. Ja. Ja, willst du von dort aus dann in die Phaser, meinst du? Wie du willst. Wir können auch über die Fregatte gehen. Alter! Ich dachte, das nur zum Schluss. Ja, eben, ja. Ja, wir gehen da dann. Mir fällt gerade auf, ich hab dort vergessen, das Ding einzusammeln, nicht Tord. Ich muss dorthin. Wohin? Wir haben dort einen Energietank vergessen. In Magmo. Was? Echt? Ja, genau dort habe ich es nicht eingesammelt. Was nicht auf dem Weg war, aber jetzt liegt es auf dem Weg. Da passt. Welchen denn? Ach ja, so. Diesen Pain in the Dick, den du erwähnt hast. So, jetzt müsste ich alles haben in Pindana. Yep. 150 Missiles? 160. Ah, 160, richtig. 9 Tanks. 9 Tanks, dann haben wir. Müsste alles sein, ja. Ich könnte es im Kopf jetzt nochmal durch, aber ne, ich glaube jetzt nicht. Was nicht, dann müssen wir irgend so ein. Hä? Ja, jetzt weiß ich, welchen Energy Tank du meinst. Ja. Oh mein Gott, das heißt, wir hören das Theme wieder. Ja, wir hören es kurz wieder. Nice.